Hallöchen und willkommen zurück zu NeuroDirk. Starten wir mal eine neue Sitzung. Wir nehmen nochmal Lay. Ich möchte... Wir nehmen die Wut. Beim Kartenspielen kriegst du 2 Vernunft und Ausdauer. Wir prüfen das mal. Gucken, ob wir Phasmophobia hinkriegen. Außer ich hab's natürlich jetzt falsch gesagt, ne? Zu Beginn des Zuges 5 Ausdauer kriegen, Karten mit Verblassen haben eine Chance, abgeworfen zu werden. Wir nehmen einfach die komplett 2 zufälligen Random-Karten vor einem Kampf. Und wir meditieren auch direkt. Wir meditieren. Zu Beginn eine weitere Karte ziehen. Wir gehen dann vielleicht auch noch aufs Herz. Ja komm, wir nehmen Wuffelwautz. Wir nehmen den kleinen Wuffi. Alter, da ist aber viele Karten. Das ist ein Gegenstand, den man schon mal reinpacken könnte. Okay, machen wir den ersten Gegenstand. Das sollten wir jetzt gleich spielen, um 4 Schaden zu machen. Das ist ja völlig Banane. Machen wir lieber so. Okay, heulen. Spieler hält 10 Zorn, Angst. Shish. Das macht immer noch 6 Damage. Weg damit. Der Arme. Spieler hält 4 Zorn. Für 40 ist das schon krass. Und das halt auch noch mit zufälligen Karten, die abgeworfen werden. Aber das, der Zorn geht halt über verschiedene Runden, ne? Okay, lass mal gucken, ob wir vielleicht ein Zorndeck attraktiv finden könnten. Nur was kopieren? Nee, wir gucken mal nach einer neuen Karte. Phobie für jetzt 6 Life für Vorbehalte. Wenn das die letzte Karte auf deiner Hand ist, erhält der Spieler nochmal Zorn. Okay. Checken wir aus. Wir nehmen die Umfrage. Abhängig und unabhängig. Abhängig war eigentlich ganz okay. Wenn du einen Gegenstand benutzt. 4 Vernunft wiederherstellen. Gnomophobie, den hatten wir noch nicht. Der Gnom zielt gerne auf bestimmte Teile deiner Fähigkeiten, wie Gegenstände und Fertigkeiten. Okay, cool. Nice. Der gibt aber gar keine Errungenschaft, wenn man den besiegt. Fast alles andere schon. Das ist ein bisschen seltsam. Deaktiviert die Kernfähigkeit des Spielers für eine Runde. Moment, was ist unsere Kernfähigkeit gleich nochmal? Ach ja, beim Kartenspielen, Vernunft und Ausdauer generieren. Tiefes Einatmen stellt 20 Ausdauer wieder her, okay. Wir packen das da mal rein. Spieler verursacht 4 mehr LP-Schaden während seines ihres Zuges. Das macht man dann vielleicht am besten in der nächsten Runde. Das würde Vernunft wiederherstellen. 5. Ja, das tiefe Einatmen ist dann eigentlich schon fast wurscht. Ich pack Sachen hier rein und dann gucken wir mal, wie wir den Gnom ans Leder gehen. Hat er einen Stein nach mir geworfen? Scheiße, er hat doch 20 Block gekriegt, ne? Er hat doch 20 Block gekriegt, der Säckel. Machen wir einfach unsere Ausdauer voll für die nächste Runde. Alter! Ekelhaft. Okay. Okay, Zorn bleibt über mehrere Runden bestehen. Das ist nice. Das heißt, der wird schon ordentlich Damage kriegen, ne? 14 dadurch alleine. Scheiße, das war ein Gegenstand. Ach, mal wieder verkackt, ne? Also, wir sterben nicht, aber... Ja, frisst deinen Schwamm mal, passt schon. Er hat unsere Teile hier gelöscht.
Ja, das mit dem Punching Bag ist okay. Das mit dem Punching Bag ist okay. Da könnte man auch... Ja, das ist jetzt nicht unbedingt so geil. Wir nehmen mal den warmen Tee. Punching Bag in einer Runde, wo du eh nicht viel machen kannst. Hört sich gut an. Zwei Aktionen für 25. Nee, ich nehme lieber die mitfühlenden Gedanken. Ja, den Traum kennen wir halt schon. Wir meditieren nochmal. Wir nehmen jetzt das Herz. Ja gut. Vielleicht sollte ich dann das abhängig auch reinmachen. Ich dödel. Ja, wir müssen auch noch die Gnomophobie lesen. Das machen wir auch gleich. Ja, Punching Ball aktiv. Du stellst 15 Ausdauer wieder her, du ziehst eine Karte. Ja. Machen wir und... Du, den Rest Ausdauer füllen wir jetzt so auf, ohne dass wir hier noch irgendwas benutzen. Gucken wir mal, was wir mit dem Punching Bag abwerfen. Den Tee, ungünstig. Das Ding, ungünstig. Das hättest du abwerfen können. Aber nö. Will er nicht. Vielleicht werfen wir das jetzt ab. Nein, natürlich nicht. Schade. Vernunft. Ja, ist okay. Auch meine Schwester ruft gerade an. Auch scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Ich gehe mal ganz kurz ran und ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt will ich halt 10 Block. Wir könnten hier noch ein bisschen auftrumpfen. Andererseits brauchen wir das gar nicht. Wir spielen das Ding einfach zweimal und dann ist das Ding weg. Ich mag den Punching Bag. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das sind halt zwei Aktionen, ne? Wenn du die Katze da spielst. Dann lieber das hier. Zwei Karten ziehen, ohne im Prinzip eine Aktion zu verbrauchen. Wir sind schon recht dick, was die Variabilität angeht. Du wirfst all deine Karten ab und ziehst zwei Karten. Was? Komm, wir nehmen nochmal das hier. Das verblasst ja einfach. Und in der Bib hätte ich schon gerne noch was. Ich würde... Ja, den Punching Bag, der kommt ja wieder, wenn du ihn benutzt hast, ne? Okay, wir nehmen die Umfrage. Zart oder bestialisch? Lass mal gucken, was zart macht. Wenn du Vernunft wiederherstellst, stellst du 5 Ausdauer wieder her. Okay, das ist ja perfekt für uns, weil wir das ja jede Karte machen. Sind empfindlich. Ja, Misophobie, Hallöchen. Also mit dem Wiederherstellen von allem möglichen Zeug beim Kartenspielen... Sehr nice. Sehr nice. So, da ist der Punching Bag. Was ist das hier? Der Spieler hält 4 ausgeruht und erhält eine Aktion. Brauchen wir noch nicht. Fubi findet 9 Live für jeden ausgerüsteten Gegenstand. Das wären dann momentan 9. Ich habe überlegt, ob ich den Punching Ball... Na, wie heißt's? Verdopple. Habe ich jetzt mal nicht gemacht. Wir verlieren 40 Ausdauer. Dann sollten wir vielleicht das schon machen. Dann kriegen wir hier wenigstens ein bisschen Damage raus. 6 plus 8. Trotzdem haben wir so viel Ausdauer wieder gekriegt. Ach, er hat unsere... Oh, scheiße. Das habe ich übersehen.
Das habe ich übersehen. Dass er unseren Zorn raushaut. Das rüste ich schon mal aus. Und wir ziehen einfach nochmal eine Karte. Da ist wieder der Schlagball. Sag mir, Punching Ball hört sich besser an. Schlagball. Entferne alle Modifikatoren bei allen. Das heißt, wir rüsten den jetzt zwar aus, nehmen ihn aber noch nicht her. Wir verlieren 40 Vernunft. Das ist kein großes Problem. Wir lassen halt die Umarmung wäre sinnfrei. Die bisschen Vernunft muss auch nicht sein. Wir beenden den Zug einfach. So. Modifikatoren sind weg. Er macht das nochmal und wir verlieren 40 Ausdauer. Ah, genau die Karte abgeworfen, die wir vielleicht gebraucht hätten. Okay. Dann lass mal draufhauen. Gut. Also man sieht auch zweimal Punching Ball. Wäre auch interessant. Das ist perfekt für dieses, für den Punching Ball. Da machst du nämlich doppelt Schaden. Ich mach den Schlagball verdoppelt. Ja. Dann haben wir den noch öfter im Deck. Kostet extrem viel. Was ist denn die Turnhalle? Verbessert die permanenten Werte eines Charakters. Wille und Körper sind vereint, um dich zu den verschiedenen Abenteuern des Lebens zu tragen. Kümmere dich um sie. Plank. Erhalte 10 maximale Ausdauer. Das ist momentan 0. Buff auf 50 Max oder Liegestütze, 10 maximale Vernunft. Ich glaube, ich nehme die Ausdauer. Mein Kontakt zur lokalen Politik. Okay, das ist, glaube ich, neu. Physische Erinnerungen. Ich schaue keine Nachrichten, dafür habe ich keine Zeit, also bin ich nicht immer auf dem Laufenden. Eines Tages landete ich ganz zufällig in einer verlassenen Gasse. Ich sprang auf, als ich zu meiner Rechten eine regelrechte Armee von Polizisten sah, von Kopf bis Fuß, schwarz gekleidet. Zu meiner Linken hörte ich zuerst Schreie, dann sah ich sie, Tausende. Ich hatte nicht einmal die Zeit herauszufinden, warum sie protestierten. Die Polizei begann, Rauchgranaten in die Menge zu schießen. Einige der Demonstranten wurden sogar davon getroffen. Die meisten versuchten, rückwärts zu fliehen, während andere, die anscheinend eher an Proteste gewöhnt waren, die Gefallenen packten und den anderen zuriefen, sie sollten sich in die Seitenstraßen zurückziehen. Dann griff die Polizei an. Den Rest habe ich nicht gesehen. Ich hatte kaum Zeit, aus dem Weg zu gehen und wurde mit einem Schlagstock geschlagen. Ich machte mich so schnell wie möglich auf den Weg und hielt an einer Apotheke an, um Hilfe zu holen. Dort gab es viele Demonstranten, alt und jung, sogar Kinder, mit Tränengas geschwollene Augen. Krasser Scheiß. Nimm die Ausdauer. Für die Punching Balls! Für die Punching Balls. Komm, Maskulinität. Du verlierst 30 Vernunft. Kein Punching Ball am Start. Das ist ungünstig. Das ist ungünstig. Kein Punching Ball. Da ist Punching Ball. Ja, den spiele ich auch gleich. Perfekt, dass das da geblieben ist. Das könnte ich jetzt gleich noch raushauen, ne? Oder ich warte auf den nächsten Punching Ball. Mit der Gefahr, dass wir das dann abwerfen. Das werden halt schon 20 Damage. Komm, ich nehme die 20 Damage gleich am Anfang. Oh, 30 Vernunft verloren. Die Phobie hält 40 Zorn. Zwei Karten ziehen, der nächste Punching Ball. Sechs plus 16, das ist schon geil. Zack. Ah, das ist schon geil. Das ist schon nice. Das nochmal. Wir haben nicht so die Probleme. Mit Ausdauer, muss ich sagen. Wir essen was.
Wir nehmen 3 mehr Karten. Ja. Oh, war da wieder was, was ich nicht gesehen habe? Oder wir nehmen jetzt auch die Turnhalle. Wir nehmen noch eine maximale Ausdauer. Und dann haben wir die Nosophobie. Schade, nicht die Phasmophobie. Damn. Alright. Dann. Nein, machen wir noch nicht. Einmal der Tee weg. Mhm. Und einmal das weg. Na gut. Dann werden wir hier. Ich weiß nicht. Kein Punching Ball gekriegt. Wir kriegen 20 Angst, okay. Komm, wir hauen einmal zu. Ich hoffe, ich kriege den nächsten Punching Ball demnächst und behalte die Boxhandschuhe. Nope. Das haben wir nicht bekommen. Du verlierst 45 Ausdauer. Okay. Ich nehme die Boxhandschuhe her. Immerhin 40 Life rausgeboxt aus dem Dulli. Ausdauer haben wir jetzt 0. Das ist dezent ungünstig. Ah, ja. Wir haben nichts für Gedankenfokus. Meine Fresse. Unser Zorn. Von 31 auf 76 zurück. Und dann noch gleich hier Karten weggepackt, der Segel. Genau das abgeworfen, was ich gerne behalten hätte. Hier für den 30 Max Ausdauer, ungünstig. Wow, für die Karte auf meiner Hand. Sehr cool. Nicht. Wir haben noch eine Runde den Zorn. Den kann ich auf 16 erhöhen. Ist nur noch auf 18 unten. Wir verlieren Ausdauer. Ansteckung haben wir. Autschen. Und wir ziehen keine Karte. Das ist ja super. Warum? Warum ziehen wir 0 Karten? Das ist ärgerlich, vor allem, dass wir hier auch auf 11 Vernunft runtergehen. Und dann halte sich wieder der Sack. 48 hat er. Oh. Wenn ich das jetzt mache, dann habe ich wenigstens Zorn. Ich verliere 30 Minuten Ausdauer. Das kann ich auch machen, wenn nichts da ist. Dann machen wir hiermit wenigstens ordentlich Schaden. Wir können noch mal was ziehen. Aber du wirfst 2 zufällige Karten ab, dann machen wir das doch nicht. Wir haben dann nur noch 30 Ausdauer. Das heißt, ich kann keinen Punching Ball mehr spielen. Fuck. Wir müssen den platt kriegen. Wir haben 8 Zorn. Oh, wie gut. Perfekt. Woo. Okay. Ich muss mich beeilen, meine Schwester kommt bald. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich will die Phasmophobie haben. Also, Punching Ball, Zorndeck.
Sehr geil. Sehr nice. Leute, ist eine etwas kürzere Folge, aber gut, die letzte war ein bisschen länger. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut, bis dann und ciao.